Hallo, herzlich willkommen bei unserem Vortrag GPIO Development mit dem Raspberry Pi. Ich heiße Martin Strohmeier, bin Softwareentwickler bei CrystalSept und Co. und interessiere mich für Linux und Open Source Projekte und vor allem auch für den Raspberry Pi, wo ich immer wieder auch verschiedene Projekte gemacht habe und hier auch vorgestellt habe. Gibt es von mir schon zivile Talks zu dem Thema. Ich möchte ein bisschen ausholen und ein bisschen über die Raspberry Pi Entwicklung in den letzten Jahren sprechen, weil ich das wieder mein erster wieder Vortrag ist zum Raspberry Pi Thema. Und vor allem möchte ich da die Jahre 2019 auch schon, aber vor allem 20 und 3 bis 23 darüber sprechen. Und zwar waren die sehr geprägt von Lieferproblemen. Das heißt, es hat man hat relativ schlecht Raspberry Pis kaufen können zu der Zeit. Also diese Lieferkettenprobleme haben dazu geführt, dass kaum mehr Produkte in den Shops zur Verfügung standen sind. Und wenn es Produkte gegeben hat, dann sind die oft also von Scalpers so aufgekauft und zu höheren Preisen weiterverkauft worden. Also die Preise sind sehr extrem in die Höhe gegangen zu der Zeit. Die Raspberry Pi Foundation hat auch das Problem gehabt, dass sie die Preise für die Produkte nicht halten können und auch Preiserhöhungen, inflationsbedingt sozusagen auch in die Höhe gegangen sind. Und da haben sie dann eingeführt die Raspberry Pi 4 mit nur einem Gigabyte, um dann noch diesen Zielpreis von so 36, 38 Euro halten zu können, haben sie da eingeführt. Aber wie gesagt, trotzdem hat man es kaum bekommen. Auch die Raspberry Zero 2W, zu der schauen wir noch später nochmal genauer hin, die ist auch schon im Herbst eigentlich 2021 vorgestellt worden, hat man kurz einmal ein bisschen kaufen können. Ich habe damals schon eine zum Glück bekommen. Dann auch aber bis also in 2023, die zweite Hälfte, konnte man sie eigentlich nicht mehr bekommen. Dann, was natürlich durch diese hohen Preise im Einzelhandel dann entstanden ist, ist natürlich auch die Gebrauchtpreise extrem in die Höhe gegangen. Also wir haben da auch ein paar von uns vom verkauft und da hatte man so bis zu 60 Euro sozusagen für eine Pi 3 bekommen können, was wesentlich über den eigentlich Kaufpreis, den Originalen, der bei so 38 Euro in etwa liegt, dafür bekommen hat. Und extrem war es aber bei der Pi 4, vor allem mit der 8 Gigabyte, die zu extrem hohen Preisen gebraucht verkauft worden ist. Zu der Zeit auch sind einige Softwareprojekte rund um die Raspberry Pi, sagen wir, eingeschlafen sozusagen, deprecated könnte man sagen, worden. Also das betrifft die viele Libraries, bei denen wir das dann später noch sehen, und auch andere Projekte. Warum jetzt genau, kann man jetzt gar nicht sagen, warum das so war. Ich möchte jetzt nochmal ein bisschen die Produkte, was in letzter Zeit herausgekommen sind von der Raspberry Pi Foundation, vorstellen. Das ist zum einen, wie schon angesprochen, die Raspberry Pi Zero 2W. Sie gibt es eigentlich schon seit 2021, ist jetzt aber, wo man es wirklich jetzt gut kaufen kann, ist jetzt erst ab zweite Halbzeit 2023. Und das Besondere ist, dass der Nachfolger von der ersten Zero, die so einen sehr veralteten Prozessor, also einen ARM11-Kern gehabt hat, und der ist jetzt neu mit einem Cortex A53. Das ist der gleiche Prozessor, der auch in der Raspberry Pi 3 verbaut worden ist. Und den haben sie kombiniert, also so übereinander zusammengebaut, dass RAM und SoC verbunden sind in dem einen schwarzen IC, den man da oben sieht. Also das ist die Spezialität bei dem. Und dadurch ist er so gebaut wie die alte Zero. Ausgerüstet nur mit 512 MB RAM, halt relativ wenig, aber das ist halt für kleine Projekte, kann man das durchaus empfehlen. Der große Vorteil ist jetzt praktisch dieser Kern, der jetzt auch 64-Bit hält und auch vier Prozessorkerne und dadurch eine wesentlich gesteigerte Leistung gegenüber den alten. Und auch viele Kompatibilitätsprobleme hat man mit dem ARM11 gehabt, die jetzt also alles weg sind und finde ich ein sehr gutes Produkt ist. Ansonsten ist es gleich geblieben bei der alten Zero, wir haben Kameraanschluss, wir haben Mini-HDMI als Ausgang und einen USB 2.0 OTG-Anschluss, also nur den einen. Dann Vorjahr ist wieder eine neue Raspberry Pi ausgekommen, die Raspberry Pi 5, etwa im September, glaube ich. Sie verwendet den neuen PCM 2712 Prozessor, SoC, von Broadcom. Der ist ein 2,4 GHz getakteter Quad-Core-Prozessor, 64-Bit-fähig wieder mit Cortex A76-Kern. Hat eine wesentlich gesteigerte Leistung zum Pi 4, das schauen wir uns später noch mal ein bisschen genauer an. Es ist wieder ein besseres WLAN reingekommen, also AC-Standard mit Bluetooth 5 auch.
Es gibt ihn wie die Vierer in den theoretischen Varianten 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB. Real wird nur 4 und 8 GB zum Kauf angeboten zurzeit. Wie die Vierer mit DDR4 RAM. Was super, eine neue Schnittstelle, die jetzt da hinzukommen ist, ist PCI Express Einfachanschluss. Das ist super, weil wir hier rüber, also so eine Art Outdowns oder Aufsteckboards gibt, die jetzt zum Beispiel da SATA-Funktionalität oder auch M2-SSD-Funktionalität oder es gibt auch schon auch 2,5 Gigabit Ethernet-Anschluss, den man dann dort anschließen kann. Das ist also endlich einmal ja, einen besseren Datenspeicher verwenden kann wie die SD-Karte, wie sonst immer üblich, aber SD-Karte ist natürlich auch vorbei drinnen. Dann, was noch dazu kommen ist, ist ein Ein-Ausschalter, den man eigentlich schon immer gerne gehabt hätte bei der Raspberry Pi. Jetzt ist er endlich gekommen. Zusätzlich gibt es auch einen BWM-Lüfteranschluss. Das heißt, er ist temperaturgeregelt und es wird von der Raspberry Pi Foundation ein Kühler, also Aktivkühler, also ein Metall mit aktiven Kühler, der man da direkt draufschrauben kann. Und der dann auch wirklich nicht besonders laut ist und angepasst an die CPU-Last dann geregelt ist. Dann was ganz besonders Neues ist der I/O-Controller, der da draufgekommen ist. Der nennt sich RP1, ist eine Eigenentwicklung von der Raspberry Pi Foundation. Innen drinnen ist ein Dual-Core ARM Cortex M3 Prozessor. Der kann also USB 2.0, 3.0, Gigabit Ethernet und die zwei Anschlüsse, die er da hat für die Kamera und Display, die sind jetzt auch neu, weil jetzt zwei direkt angesprochen werden können. Früher war an dieser Position, die wir jetzt da die Anschlüsse haben, da war dieser analoge Audio-Anschluss, der ist weggekommen. Aber ich glaube, das ist verschmerzbar mittlerweile. Und was noch da drinnen ist, ist die 40-Pin-GPIOs, die wir oben haben, die werden jetzt, wie gesagt, von diesem RP1-Chip angesprochen, was eine sehr große Änderung für die späteren, werden wir noch sehen, eben für die Libraries bedeutet, wenn die mit den GPIOs arbeiten. Ja, das waren jetzt so die Hardware, die gekommen ist. Voriges Jahr, Mitte des Jahres, hat sich auch ist Raspberry Pi OS aktualisiert worden. Das basiert jetzt auf Debian Bookworm. Anfangs wurde es mit Kernel 6.1 ausgeliefert und vor etwa 4 Wochen oder sowas sind sie auf Kernel 6.6 gewechselt. Das ist relativ eine Katastrophe für Leute, die jetzt zum Beispiel GPIO SysFS verwendet haben. Das war schon zu länger bekannt, dass das in Zukunft nicht mehr unterstützt war, aber das war jetzt echt der Schritt, wo 6.1 noch unterstützt hat und 6.6 jetzt nicht mehr von einem Tag auf den nächsten mit dann Update hat man das dann reingekriegt. Ansonsten hat es noch weitere Änderungen, vor allem im Grafiksystem gegeben. Da haben wir WLAN statt X11, allerdings nur bei 4 und 5, bei den stärkeren, bei den schwächeren haben sie es nicht gemacht. Und dementsprechend sind auch verschiedene Grafik-Tools wie die Toolbar und so weiter aktualisiert worden müssen. Und auch Browser-Optimierungen sind reingekommen für die neue CPU. Man sieht schon ein bisschen, dass sich die Raspberry Pi hier vor allem Richtung grafische Oberfläche oder auch in gewisser Weise, was mir nicht so gefällt, den Desktop-Ersatz entwickelt hat. Meiner Meinung nach nicht das, wofür man Raspberry Pi einsetzt. Aber das scheint jetzt ja, für die Foundation da prior zu sein. Weiters gibt es Änderungen im Audiosystem. Es wurde Pipewire statt Pulse Audio verwendet, vor allem auch wegen Bluetooth und so weiter, Audio-Unterstützung. Was relevanter ist, im Netzwerk hat sich was getan. Da ist ein neuer Netzwerkmanager, der jetzt diese ganze Netzwerkgeschichten managt. Das heißt nicht mehr über DHCPD und vor allem auch WLAN-Einstellungen. Ich empfehle da, dass wenn man also einen Access Point einstellt, dass man da das REST-Config-Tool verwendet. Da muss man sich nicht drum kümmern, in welchen Config-Files oder wie man das genau parametriert. Ansonsten hat sich natürlich das alles geändert, was sich in Debian Bookworm geändert hat. Eins zum Beispiel ist, dass das var-syslog-Log-File nicht mehr gibt und das jetzt über Journaling Control verwaltet wird. Schauen wir kurz einmal so ein bisschen auf die Performance der Raspberry Pi. Wir haben da einen relativ linearen Anstieg, den wir da sehen. Der Sprung von der Pi 3 auf die Pi 4 war schon relativ stark, also da hat man auch schon fast eine Verdoppelung. Und hier von der Pi 4 auf die Pi
5 haben wir jetzt nochmal eine Verdopplung in etwa von der Performance. Also richtig gut eigentlich. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel rechts oben haben wir so ja, Laptop-CPUs, die ja eh schon relativ älter sind von Intel, die jetzt dann noch einmal um einiges schneller sind als die Raspberry Pi 5. Nur so als Vergleich. Ja, kurz noch zum Raspberry Pi Zero 2, der ist da etwa in der Mitte, der ist eben grundsätzlich getaktet mit 1 GHz. Ich habe die dann aber einmal versucht, man kann sie auch auf 1,2 und 1,4 hochtakten, wie sie auch in der Raspberry Pi 5 verwendet werden. Wie sich das dann mit der Temperatur über langere Zeit verhält, müsste man sich dann allerdings anschauen. Hängt natürlich von der Kühlung ab, ob man was eine Kühlverbesserung drauf gibt. Ja, wie schaut es jetzt aus mit Lieferbarkeit? Also hier haben wir die aktuellen Daten bei Berrybase, also ein Shop, den man aus Österreich gut bestellen kann, angeschaut. Und hier sind Auflistung der Preise. Also die sind jetzt alle verfügbar. Die bei Zero 2 zum Beispiel kostet um die 19 Euro und hat halt den Nachteil, dass sie nur 512 MB RAM hat, aber für so Kleinprojekte oder für Elektronik basteln, finde ich sie recht gut. Ein Nachteil bei der Zero 2 ist, den ich noch nicht gesagt habe, ist, die GPIO-Leiste ist nicht aufgelötet, müsste man sich selber auflöten oder schauen, ob auch ja, einer angeboten wird mit aufgelöteter gelöteten Head, wird mit der Isl Aufpreis wahrscheinlich möglich sein. Dann Raspberry Pi 4 gibt es, wie gesagt, in allen RAM-Größen, 1, 2, 4 und 8. Es ist dann vom Preis her relativ gestuft. Wenn es für Kleinprojekte kann man durchaus auch mit 1 GB verwenden, wenn es für Elektronik oder was ist. Ansonsten sollte man vielleicht mindestens auf die 4 GB gehen, beziehungsweise ist dann der Preissprung zur 5 auch nicht so groß. Hängt vielleicht aber auch dann vom Projekt ab, ob ich mit der gut arbeiten kann, ob ich irgendwelche Probleme kriege mit der 5er. Weil, wie gesagt, die Unterstützung müsste man sich schauen, wie es für sein eigenes Projekt dann ausschaut. Wir kommen jetzt eben zu den GPIO-Libraries. Ich habe eh schon erwähnt, dass sich hier doch einiges getan hat, vor allem die Kernel-Änderung zum Beispiel. Dieses SysFS, das jetzt immer verwendet worden ist, das hat ein Nachfolger eh schon seit langer Zeit, muss man sagen. Und das ist das GPIO Character Device, das ist ein Interface im Kernel sozusagen, um auf die GPIOs zuzugreifen. Da gibt es vor allem zwei Libraries, die da zu nennen sind, die LGPIOD, gibt es auch schon länger, aber bekannter ist die libGPIOD und die wird praktisch aus dem Kernel supported. Das Kernel-Team schreibt das auch und es wird dort gehostet. Demgegenüber stehen native DMA-Libraries, habe ich das jetzt mal genannt. Das heißt, die verwenden ein anderes Interface und greifen direkt auf die Register des jeweiligen Raspberry Pi zu, also früher direkt in den Registern des Broadcom-SoCs und in dem Fall bei der Wiring Pi 5, wo es eh noch keinen Support gibt fast, greift es dann auf den mit PCI Express angebundenen RP1-Chip zu. Ja, wir haben da jetzt einmal drei wichtige Libraries, ich gehe jetzt mal auf die zweite, die PyGPIO und die BCM2835, so hat übrigens der erste Prozessor geheißen von der Raspberry Pi 1. Diese sind jetzt nicht mehr aktiv weiterentwickelt worden, so irgendwann 2019 mit der Pi 4 hat sie das aufgehört und die haben jetzt praktisch keine Pi 5 Unterstützung, weil sie auch nicht diese allgemeine Schnittstelle implementiert haben, also das für den RP1-Chip müsste das komplett neu implementiert werden, was soweit nicht passiert ist. Wir haben jetzt auch einen der wichtigsten, oder die Library, die mir immer am wichtigsten war, ist die Wiring Pi Library. Da stand immer so im Raum, und das ist überall im Internet auch zu lesen, und das geht mir ziemlich an Keks, ich sag's mal, wie es ist, dass die auch 2009 aufgelassen wurde. Es ist nämlich so, dass der Originalentwickler, der Gordon Hanson, dort, ja, wie soll man sagen, überfordert war und nicht mehr weitermachen wollte, weil es halt doch relativ schwierig ist, so ein Projekt vielleicht zu betreuen, wo man relativ viele User-Anfragen, ungute auch kriegt. Also er hat dieses Projekt aufgehört, weiterzuentwickeln und viele haben dann dieses Ereignis dazu genommen, zu sagen, okay, die Wiring Pi wird nicht mehr weiterentwickelt, hört man überall. In Wirklichkeit ist es aber so, dass er jemanden gefunden hat, der den Source Code, also die Lizenz ist ein LGPIO, LGPL, das heißt, es ist ein Open Source Projekt, es ist der Source zur Verfügung gestanden und jemand hat sich dann gefunden, der diesen Source auf GitHub gestellt hat. Der hat sich aber jetzt nicht
dazu fähig gesehen, dass er diese Library jetzt weiterentwickelt, sondern er wollte eigentlich nur, dass es archiviert ist und dass Leute, die sich auskennen, dann zumindest machen können, dass diese Library weiter zur Verfügung gestellt wird und weiter gewartet wird, dass sie weiter benutzt werden kann, aber keine neuen Features dazu kommen. Es ist jetzt so gewesen, dass im Herbst 2023 derjenige, die Library, es war der Gadgetoid, Phil Howard, dann entschieden hat, dass man es nicht mehr weiter offiziell weiter treiben kann, weil es halt einfach, es waren diese Änderungen auf Raspberry Pi 5, es waren diese Änderungen, dass jetzt Bookworm rausgekommen ist und dann hat er es als Archiv nur mehr verwaltet, also read-only gemacht, sodass dass es nicht weitergeführt wird jetzt. Zuvor hat es noch gegeben, also diese Pi 4, also die anderen Libraries haben bei 4 aufgehört. Die YMP hat dann, wo sie noch auf GitHub gekommen ist, auch weiter die Zero zum Beispiel 2 unterstützt und die Pi 400 auch noch unterstützt. Also es war auch damals noch, wo jeder schon gesagt hat, die ist aufgelassen, war sie noch die am besten alles unterstützt gehabt hat. Aber natürlich war jetzt dieses Problem der Raspberry Pi 5 und es war für mich jetzt ja nicht akzeptabel, kann ich einmal so sagen. Ja, und Bookworm, ja. Und für mich war das jetzt nicht akzeptabel, dass diese YMP-Library, auf die auch viele meiner Projekte oder auch Vorträge und Bücher, die auf diese referenzieren und die vielen Projekte, die darauf aufbauend irgendwelche Tools anbieten, dass dieses jetzt praktisch nicht weitergeführt wird. Und wir haben uns dann vom GCCI, also vom Grazer Computer Club, beziehungsweise ich habe mich dann darum gekümmert, dass diese YMP auch für die Raspberry Pi 5 angepasst wird. Das heißt, wir haben jetzt hineinprogrammiert die Unterstützung, dass Bookworm und Raspberry Pi 5 unterstützt werden. Es ist noch nicht die volle Unterstützung. Wir haben noch BWM, also es gibt noch ein paar Optionen, die noch nicht ausprogrammiert sind, aber die grundsätzliche Funktionalität ist gegeben. Und dementsprechend gibt es dann auch die CLI-Tools, also die Command-Line-Tools zum Ansprechen. Da gibt es einerseits die Character-Device-Tools, die jetzt praktisch von Kernel zur Verfügung gestellt werden, GPIO Detect, damit kann man auch arbeiten. Und bei uns gibt es die GGPIO, das ist das Tool von der YRingP Library. Und dann gibt es noch Pin Control. Pin Control ist von der Raspberry Pi Foundation ein eigenes Tool, das eben auch mit diesem nativen DMA-Zugriff arbeitet, aber gar nicht auf irgendeine Library aufgebaut ist, sondern das ist direkt im Code reingeprogrammiert. Wer jetzt da noch genauer zu dem Thema sich interessiert, den empfehle ich da zum Beispiel einen Blog vom Herrn Michael Kofler, der ist so ein bekannter Autor, der hat viele dicke Bücher, auch das dicke Raspberry Pi Buch geschrieben, der hat da interessante Blog-Einträge, wie man diese Tool benutzt und wie die funktionieren. Allerdings auch nicht die Erkenntnis, dass die YRingP schon inzwischen unterstützt wird, ist da jetzt noch nicht eingebaut bei ihm. Ja, jetzt grundsätzlich einmal dieser Unterschied zwischen YRingP mit direktem Memory Access zum GPIOD, der eben dieses Character Device verwendet, ist hier ein kleiner Performance-Vergleich. Das sind jetzt einmal 4 verschiedene Raspberry Pis und wir sehen dann oberhalb die SysFS, das ist praktisch das alte System, das jetzt von dem neuen Character Device ersetzt worden ist und wir sehen da jetzt, dass im Großen und Ganzen da jetzt keine großen Performance-Veränderungen getan haben. Vergleichen wir jetzt aber die GPIOD mit der YRingP, dann sehen wir, dass da dramatische Geschwindigkeitsunterschiede herrschen. Die GPIOD bewegt sich so im Bereich von 200 bis 500 Kilohertz, also das ist die maximale Rate, mit der man einen Ausgang dockeln kann oder eine Frequenz erzeugen kann. Und die YRingP ist im Bereich von, also die bei 4 sogar noch ein bisschen besser, weil die halt direkte Anbindung hat, 25 MHz und die bei 5 in etwa bei der 20 MHz läuft. Also ungefähr die 30-fache Geschwindigkeit. Später schaut sich noch der Manfred ein bisschen an, wo das herkommen könnte. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt die vom Grazer Computer Club diese Entwicklung der YRingP Library übernommen. Die ist öffentlich einsehbar. Es gibt ein GitHub-Repository da auf YRingP.
Wir haben dazu gemacht den Support für Bookworm, den Raspberry Pi 5, RB1 Chip, die Interrupt Service Routine, die ist früher auf SUSE FS aufgebaut worden, ist jetzt ab der 6.6er Kernel praktisch nicht mehr funktional gewesen, und wir haben dann relativ schnell das umprogrammiert, sodass das über das GPIO Character Device geht, und damit ist das jetzt auch wieder funktionell. Wir haben viele Vorteile natürlich, dass wir jetzt über GitHub die Entwicklung machen und die relativ öffentliche Open Source Development ist. Früher ist es so, dass der Gordon das selber alles gemacht hat und natürlich auch diesen sehr ausgesetzt war, diese Supportanfragen oder Problematiken relativ persönlich, glaube ich, ausgesetzt war. Und da haben wir jetzt doch bessere Möglichkeiten über GitHub. Wir haben da ein Issue-Tracking-System, wo Leute was einstellen können. Wir haben Diskussionen und Support, wo sich mehrere Leute an Diskussionen beteiligen können. Die Releases sind ordentlich, stehen zur Verfügung mit Release-Änderungen. Und ich glaube, dass das viel verbessert von der Lage. Wir hoffen, dass wir nicht so enden wie der Herr Gordon, dass uns das Projekt über den Kopf wächst. Ist aber natürlich schon so, dass es durchaus schwierig ist, diese Library weiterzuentwickeln, weil man sich vorstellen muss, wir haben hier sehr viele verschiedene Raspberry Pis, die es jetzt gibt. Und wir haben verschiedene Betriebssysteme. Wenn man so sagt, also wir haben mindestens 4 verschiedene Raspberry Pis, die wir in den Test schicken müssen. Wir haben 32-Bit und 64-Bit Betriebssystem. Man könnte jetzt auch noch sagen, Raspberry Pi OS und Ubuntu, wenn man das unterstützen will. Also es ist nicht einfach. Unsere Ziele bei der Raspberry Pi, bei der Wiring Bee Library sind, wir möchten auf jeden Fall schauen, dass alle Raspberry Pi Modelle unterstützt werden, von der allerersten bis zum Pi 5. Wir möchten auf jeden Fall kompatibel bleiben, um den Vorteil zu haben, dass alle Projekte, die bis jetzt schon programmiert sind und unter Umständen noch gar nicht mehr supportet werden, trotzdem noch weiterlaufen, auch mit aktuellen Pis, weil sie einfach die Library, so abstrahiert, dass für das einzelne Projekt ja jetzt gar keine Anpassung nötig ist, sondern dass alles in den Libraries passiert für verschiedene Hardwareänderungen. Ja, und wir möchten den Anspruch auch haben, dass wir da durchaus Erweiterungen und Verbesserungen in der Wiring Bee machen und nicht nur den Erhalt sozusagen machen. So. Danke, Martin. So, jetzt zu mir. Mein Name ist Manfred, ich war vorher schon ganz kurz erwähnt, und ich werde jetzt ein bisschen weitersprechen über das Thema der Performance-Analyse, dem Profiling, davor jetzt aber noch ganz kurz unsere Roadmap für die Wiring Pi, falls das wen interessiert, falls das wer verfolgt. Der Martin hat eh schon gesagt, dass wir eben noch in der Entwicklung sind, beziehungsweise dass er noch in der Entwicklung ist, weil er macht wirklich da den Hauptteil der Arbeit, ich kümmere mich nur ein bisschen um die GitHub-Randarbeit. Aber es geht jetzt eben darum, dass wir die ganzen Features der Pi 5 unterstützen, dass wir wirklich von dem SUSE FS sind wir ja schon weg, aber dass wir wirklich die komplette GPIO Character Device ABI unterstützen. Das PWM auf Pi 5 ist ausständig. Und was leider eingeschlafen ist, wo der Gordon die Wiring Pi Website auch offline genommen hat, ist die Dokumentation. Also es gibt jetzt nicht wirklich API-Dokumentation zur Wiring Pi. Es gibt schon Beispiele, aber eben nur mehr über GitHub einsehbar, und dass wir das ein bisschen wiederbeleben. Also das steht jetzt noch auf unserer Roadmap, das wollen wir machen. Dann gibt es da auch ein Community-Mitglied, der kümmert sich oder scheint sich jetzt darum zu kümmern, dass wir auch das Debian-Packaging wieder so weit hinkriegen, dass wir die Möglichkeit haben, die Wiring Pi ins Debian oder ins Raspbian OS und hoffentlich auch ins Ubuntu reinzubekommen. Dazu könnte man sagen, dass aktuell ist die Wiring Pi in Ubuntu installierbar, blöderweise in einer 2.5er-Version. Die ist einerseits sehr veraltet, und die kann man jetzt auf der 4er Pi installieren, indem man apt-install Wiring Pi sagt. Blöderweise kriegt man immer eine Version, die nicht einmal richtig kompatibel ist. Also da wäre schon der Anspruch, dass wir das auf eine aktuelle Version bekommen, auf eine 3er-Version. Und dass das dann wieder sauber funktioniert, eben auch auf der 4er und der 5er Pi. Und auf meiner Agenda steht zum Beispiel noch, dass wir jetzt den Release-Prozess auf GitHub wirklich so sauber kriegen, dass wir in GitHub Actions Releases machen können, dass wir das cross-compilen. Eine ARM-Runner gibt es ja leider noch nicht in GitHub Actions, vielleicht kommen die, das wäre noch schöner. Aber aktuell schauen wir mal, dass wir eben ein Cross-Compile machen auf GitHub Actions, dass wir dann die Checksums berechnen, dass die Leute wirklich wissen, okay, die Wiring Pi-Bibliothek ist jetzt wirklich, da ist jetzt nichts drin, das ist genau die Version aus dem GitHub-Repo, das gebaut worden, das über Signieren reden wir gar nicht, aber zumindest mal die Checksum stimmt, dass die Leute wissen, was sie bekommen. Jetzt geht es in die Richtung Profiling. Warum Profiling? Zuerst vielleicht da noch einmal, da hinten haben wir eine tolle Folie gehabt mit einem Beispiel. Wenn wir da jetzt das GPIOD vergleichen, die Performance von der neuesten Pi oder von der
ist egal von was für eine Pi eigentlich. Und jetzt da die logarithmische Skala anschauen von der Wiring Pi von der ersten Generation mit 700 MHz versus da was recht aktuell, wie viel hat die? 2,4 GHz oder was? Und die Switching Performance ist da jetzt einfach zigmal so schnell, ja, das kommt irgendwo her. Und da ist jetzt die Frage, woher kommt das, beziehungsweise wie kommt man da drauf? Also jetzt zum Thema Profiling. Was ist Profiling? Profiling beschreibt eigentlich den Prozess in der Softwareentwicklung, wo man jetzt das Verhalten von einem System, da gibt es unterschiedliche Kategorien, die man sich anschauen kann, aufzeichnet und analysiert. Meistens ist Profiling in so zwei Phasen getrennt, nämlich zuerst einmal in das Tracing oder in das Erstellen von profilierbaren Daten und dann von der Auswertung jener Daten. Profiling, man kann CPU-Profiling machen, da kann man nach Hotspots suchen, also wo ist der heiße Pfad, wo die CPU sehr viel Zeit verbrät, vielleicht kann man dort was optimieren und eben Memory-Profiling, Error-Profiling und so weiter. Es gibt dann verschiedene Profiling-Tools, werden wir dann später noch kennenlernen. Eine Frage, warum sollten wir uns mit Profiling beschäftigen? Genau deswegen. Warum ist die 6-7 Jahre jüngere Raspberry Pi auf einmal aufgrund von einer Bibliothek beim Schalten von einem I/O langsamer? Das kann doch nicht sein und es sollte auch nicht so sein. Das liegt dann an der Bibliothek, aber woher kommt das? Dann kann man, wenn man das weiß, wenn man das System versteht, Optimierungen machen. So. Beim Profiling ist es leider so, dass ich selbst zumindest mir sehr schwer tue mit den Zahlen, mit denen man zu tun hat. Man hat jetzt vorher gesehen, bei der Pi 1, das waren 700 MHz, bei der Pi 5 sind 2,2 GHz. Was heißt das eigentlich? Was sind das für Zahlen? Ich werde mich jetzt orientieren an einem Gigahertz zum Beispiel in den weiteren Verlauf in meinen Beispielen. Das ist ungefähr die Wiring, die 2er Pi hat ein Gigahertz oder die Zero, die erste Zero, die rauskommt, das war quasi das gleiche. Also der hat ein Gigahertz. Wir Menschen sind sehr gut eigentlich im Rechnen mit Sekunden. Also eine Sekunde, ein Hertz, lieb eins, kann sich jeder vorstellen. Eine Millisekunde, damit fangen die meisten noch was an, das ist aber schon richtig, richtig schnell für uns. Also tausendmal was in einer Sekunde machen, können wir nicht. Für die Pi ist das überhaupt kein Problem. Also für so einen kleinen Computer, den man um 20, 30 Euro kaufen kann, ist das nichts. Also bevor man da jetzt nicht mit Mikrosekunden rechnet, also selbst die Mikrosekunden im Megahertz-Bereich, das steckt so ein Gerät leicht weg. Also das für einen Prozessor ist das nicht mehr gar nichts. Der Prozessor ist noch tausendmal schneller unterwegs und zwar der ist eigentlich im Nanosekundenbereich. Da wird es jetzt aber schon schwierig, dass wir das Nummer A gescheit vermessen können und Nummer B, das ist dann halt schon wieder so klein, wenn jetzt da eine CPU eine Instruction macht oder einen Tick. In einem Tick kann man außer einer Addition oder wenn man was von A nach B schaufeln halt auch nicht viel machen. Das heißt, eigentlich sind es ja Multiplikate von Nanosekunden und messen tun wir dann wirklich in Mikrosekunden meistens. Ja. Und wir werden uns jetzt da jetzt eine Analogie aufbauen, damit wir das, was dann hinten rauskommt, besser verstehen können oder warum eben die Unterschiede so groß sind. Also wenn wir jetzt so ein Pi mit einem Gigahertz anschauen, der kann in einem Tick, die Pi sozusagen bei einem Gigahertz-CPU Zeit verbringt, kann Licht in derselben Zeit einfach 30 cm weit reisen. Also wir werden das jetzt wirklich mit der Strecken, mit der Licht und der Lichtgeschwindigkeit durchziehen, weil darunter kann sich jeder was vorstellen. 30 cm, das kann man leicht wahrnehmen. Vor allem, wenn wir jetzt dann in Mehrfachen von diesen 30 cm arbeiten werden. So, jetzt haben wir mal bisschen aufgebaut. Profiling, ja, das ist wichtig. Wir wollen vergleichen können, was wie schnell ist und warum eben die neuen Sachen offenkundig langsamer sein können, wenn wir andere Bibliothek darunter verwenden. Aber wie machen wir das? Wie bereits gesagt, es gibt jetzt mal die Tracer und es gibt die Profiling-Tools. Ich habe jetzt nur die rausgepickt, die man wirklich sofort findet, wenn man nach Profiling sucht und die ich auch selbst schon verwendet habe. Unter Linux haben wir die in den Linux-Tools, also so heißt das Debian-Paket, das kann man sich einfach installieren, die Perf-Events oder das Kommandozeilen-Tool Perf, das ist eigentlich überall verfügbar. Auf einem Unix-System wäre es D-Trace und auf Linux hat man Perf. Und es gibt dann zum Beispiel noch im GCC das Gprof eingebaut, das ist jetzt aber nicht so verlustfrei oder ohne Overhead, wie es jetzt mit Perf zum Beispiel ist. Weil wenn wir dem GCC jetzt sagen, er möchte, so, er soll bitte mit Gprof ein Profile von einem Anwender erstellen, dann linkt er da Sachen dazu und das hat dann, also das hat auf
Auswirkungen auf die Laufzeit von dem Programm selbst. Und wenn wir jetzt damit Perf arbeiten, dann kommunizieren wir eigentlich mit dem Linux-Kernel und der Linux-Kernel gibt uns dann die Daten von der Applikation oder von allen Applikationen, von allen Cores, wenn wir wollen. Und das geht tatsächlich sehr leichtgewichtig. Also da verlieren wir jetzt nicht wirklich irgendeinen Performance-Overhead. Ich meine, ja, es gibt einen kleinen Performance-Overhead, aber das kann man safe in Production-Environments jederzeit durchführen und sich da so einen Kernel-Trace erstellen lassen. Und dann gibt es eben die Profiling-Tools, da gibt es zum Beispiel die GPerf-Tools, die Google-Performance-Tools, da gibt es sehr gute Dokumentation dazu. Und mein Favorit, der auch eigentlich inzwischen sehr bekannt ist, sind die Flame-Graphs. Flame-Graphs sind eine Art der Visualisierung von diesen Traces, von Daten von einem Tracer eigentlich. Und da gibt es zwei Varianten. Das erste ist eben das Original von dem Entwickler, von dem Researcher, der die Flame Graphs sozusagen, ich glaube bei Netflix, zur Analyse von Performance Bottlenecks gemacht hat. Und dann gibt es Flame Graph RS, mit dem ich eigentlich die meiste Zeit arbeite. Das ist ein Rust-Projekt, das lädt mich sich runter, baut das mit Cargo durch. Vielleicht nicht auf der Pi oder wenn, dann sollte man sich Zeit nehmen, weil es braucht sehr lang. Aber dann ist es sozusagen, ja, ein Binary, das kann man verwenden, das tut alles, was man will. So, Flame Graphs, eben von Brandon Gregg. Und so schaut ein Flame Graph aus. Das ist jetzt ein bisschen größerer. Und der Flame Graph, der hat da unten eine breite Basis und dann sind da oben so Funktionsaufrufe. Die Basis, fangen wir anders an. Der Flame Graph visualisiert nicht die Zeit. Das ist der Witz dabei. Es ist jetzt keine Laufzeitanalyse. Der Flame Graph nimmt diese Traces und schaut sich an, in welcher Funktion war ich zu einem gewissen Zeitpunkt. Wenn jetzt zum Beispiel der Tracer mit 10 Kilohertz, also 10.000 Mal pro Sekunde einen Trace erstellt, beziehungsweise der sich den Callstack anschaut, in welcher Funktion steht mein Programm oder mein Kernel gerade und sich dann diese Funktion merkt und der macht das dann über eine Sekunde oder über die Laufzeit von einem Programm, dann geht er am Schluss her und aggregiert die Funktionsaufrufe. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Funktionsaufruf haben, das wäre jetzt zum Beispiel Build Request in der Roku-Bibliothek, dann heißt es, dass die CPU so und so oft in der Build-Request-Funktion drin war, und zwar wesentlich häufiger wie jetzt zum Beispiel da im BIO-Free. Es ist so, dass wenn ein Kernel-Trace erstellt wird, dann wird ganz einfach mit einer gewissen Frequenz geschaut, was ist jetzt gerade aktiv, und es wird dann sozusagen der Call-Stack zur Seite gelegt. Einfach nur wirklich quasi textuell oder im Binär, das war jetzt gerade, und das Programm läuft weiter. Es wird einfach wirklich immer nur zu einem gewissen Zeitpunkt jetzt ein kurzes Abbild erstellt. Da war jetzt gerade die CPU, da war jetzt gerade die CPU, da war jetzt die CPU. Ich versuche das noch ein bisschen anschaulicher. Wenn ich jetzt zum Beispiel 4 Snapshots mache und ich war bei 3 Snapshots in der Funktion A drinnen und einmal in der Funktion B, dann bekomme ich einen Flame Graph, wo die Funktion A einfach 3-mal so lang dargestellt wird wie die Funktion B. Dadurch weiß ich aber, dass die CPU einfach öfter in der Funktion A war. Und also das ist die vertikale Achse, Entschuldigung, die horizontale Achse. Und auf der vertikalen Achse habe ich jetzt in dem Fall den Call Stack. Das heißt, die Funktion Connect hat irgendwo drunter STL-Free aufgerufen und irgendwo ist da das X509 Store-Free aufgerufen worden und in dem ist dann sozusagen zum Beispiel in der Lib-Crypt als C-Free aufgerufen worden. Das wiederum heißt, dass die Funktionen, die hier ganz unten sind, eigentlich gar keine CPU-Last gebraucht haben. Es sind immer die, die ganz oben sind. Das heißt, wenn man jetzt da von oben drauf schaut, sieht man die Funktionen, die tatsächlich CPU-Last konsumiert haben. Das heißt, CPU-Last war zum Beispiel im Malloc, in diesem Destroyer, in diesem Freeder, in diesem Freeder. Also da kann man sich jetzt aus Softwareentwicklungstechnisch schon was überlegen, da wird sehr oft gefreed zum Beispiel. Also eventuell ein bisschen ineffizientes Speichermanagement, wenn die CPU so viel mit Malloc und Freed zu tun hat. So, jetzt schauen wir uns mal die Wiring Pi bzw. die GPIO-Bibliotheken auf der Raspberry Pi an. Es gibt ein Repository im Graz Computer Club, das Benchmark Repository. Da werden verschiedene Bibliotheken vermessen und wir haben jetzt vor kurzem eingebaut, dass man eben die Flame Graphs auch gleich erstellt bekommt, zusätzlich zu den tatsächlichen Performance-Daten. Also hier haben wir einmal die Wiring Pi-Bibliothek, dann die GPIO-D, das ist die, die eben im Kernel drin ist, und dann die GPIO-Lib heißt sie bei uns, leider, Naming is hard, das ist die Pin-Control, die von der Wiring Pi
eben im Repo von der Wiring Pi Foundation, von der Raspberry Pi Foundation zur Verfügung steht, was eigentlich nicht, wie der Martin gesagt hat, nicht wirklich eine Bibliothek ist, aber eine C-Implementierung von der gleichen Funktionalität, und man kann dieses C-File eigentlich in seine Applikation mit reinpacken. Ja, wie gesagt, in unseren Augen nicht wirklich eine Bibliothek, aber das tut schon das, was es will, und es macht es erstaunlich gut. So, wo sind wir jetzt mit den Performance-Daten? Hier haben wir eine Toggle-Zeit von 0,1 Mikrosekunden, 2,03 Mikrosekunden und 0,24 Mikrosekunden. Das Problem ist, wenn ich jetzt in Mikrosekunden rede, da kann man sich wirklich wenig drunter vorstellen. Wenn man sich jetzt die Flame-Graphs auf der anderen Seite anschaut, die sind sehr flach. Und die Teile, die sehr breit sind, wie zum Beispiel bei Wiring Pi, das ist Digital Write. Da ist nichts mehr drüber, interessanterweise. Aber das heißt, dass in diesem Benchmark verdammt viel Zeit in Digital Write verbracht wird. Und das ist auch gut so, weil das ist das Schreiben von dem Ausgang. Also da wird jetzt wirklich der Ausgang auf High oder auf Low gesetzt. Das heißt, es ist gut, wenn die Zeit dort hingeht, wo die Arbeit passieren soll. Auf der anderen Seite, in der Kernel-Bibliothek, da sind jetzt schon mehr Blöcke, ich kann es jetzt leider nicht interaktiv machen, aber ich gehe davon aus, wenn man sich den Source-Code anschaut, dass die eigentliche Arbeit da in dem Memset drinnen ist. Und dass da der Rest mit dem I/O-Control etc. schon eher oder Bulk-Array-Operationen Overheads sind, die dazu dann schlussendlich führen, also man muss das dann immer mit dem Code vergleichen, die dazu führen, dass wir da schlechtere Performance rauskriegen, weil da ein Overhead drin ist. Mitunter ist das auch eine Zwei-Komponenten-Architektur, wo zwei Prozesse oder ein Prozess mit einem Kernel-Komponente kommuniziert. Das bringt natürlich einen massiven Overhead, wenn man bezogen auf Performance mit sich. Und hier unten die I/O-Control oder eben GPIO-Lib. Da haben wir jetzt da drei Blöcke, und wenn man sich jetzt da die Blöcke anschauen, dann sehen wir eigentlich hier bezogen auf die 3,7 Megahertz Frequenz, die wir da haben, die ungefähr nicht ganz ein Drittel sind, dass da einer dieser Blöcke von diesen dreien, der ungefähr ein Drittel ist von dem Digital Write, wo die tatsächliche Arbeit macht, nämlich das Setzen der IOs, und das wird der erste hier sein, der GPIO Set Drive oder der da hinten. So. Das war jetzt einmal so grob analysiert. Aber wie gesagt, was heißt das denn? Was sind 0,1 Mikrosekunden? Was sind 2 Mikrosekunden? Was sind 0,2 Mikrosekunden? Wir machen jetzt ein Beispiel. Wenn wir auf eine Taste drücken müssen, das können wir uns gut vorstellen, das ist eine Arbeit. Zum Beispiel, wir sitzen in unserem Büro, wir sehen, es kommt ein Auto und wir müssen auf eine Taste drücken, damit ein Tor aufgeht und das Auto, keine Ahnung, Lieferfirma reinfahren kann. Jetzt sagen wir mal, der Taster ist nicht direkt neben uns, sondern, das ist, weil blöd, 30 Meter weg. Das heißt, ich muss von meinem Platz aufstehen, ich muss 30 Meter gehen und muss dort auf eine Taste drücken, damit das Tor aufgeht und der LKW reinfahren kann. Kein Problem, 30 Meter, das schaffen wir 5-mal am Tag, das schaffen wir 10-mal am Tag, das schaffen wir, wenn es sein muss, auch 2-mal pro Stunde. Wenn es jetzt 80 Meter weit weg ist und man von mir aus noch einmal in ein anderes Stockwerk muss, ist das nervig, aber es wird schon noch irgendwie gehen. Wenn das jetzt 610 Meter sind, die ich gehen muss, nachdem ich aufgestanden bin, wo ich gesehen habe, dass der LKW kommt und dann die Taste drücken muss, und das sind in Wirklichkeit nur Overhead, weil wenn der Taster nämlich 30 Zentimeter neben mir wäre, dann könnte ich einfach draufdrücken, dann ist das blöd. Und wenn das sozusagen die Basis ist von dem, dass man tun muss, dass man seine eigentliche Arbeit verrichten kann, nämlich ich bin jetzt dafür zuständig, dass der LKW da reinfahren kann und ich muss jetzt auf die Taste da drücken, dann tun die 610 Meter, wie die ich zurücklegen muss, weh. Und in unserer, Entschuldigung, wenn die Analogie schlecht ist, aber in der Analogie ist das die Arbeit, die jetzt der Computer verrichten muss für dasselbe Ergebnis. Also es ist das Setzen von einem Pin. Warum dauert es einmal 30 Meter und einmal 610 Meter? So, schauen wir uns das jetzt da einmal am Hand von der Wiring Pi an. Das Digital Write habe ich vorher angesprochen, das nimmt die meiste Zeit weg. Wobei, das ist ja gut so, weil da passiert die Arbeit drin. Und es ist jetzt kein besonders schöner Code, aber Softwareentwickler Sicht sieht man. Kurz Handzeichen, wer Softwareentwickler oder wer schreibt Code? Lasst es mir nicht hängen. Ja, sehr gut. Also die meisten. Da kann man nicht viel wegnehmen. Ihr seht das. Da sind keine Funktionsaufrufe drin, das sind ein paar Branches, das ist ein If, Early Return, ein paar Vergleiche. Und was dann tatsächlich ist, ist das Setzen von den High-Lows, von den Pin-States, ist eigentlich nur das Schreiben in ein Array, beziehungsweise eben auf eine Speicheradresse, weil wir halt Direct Memory Access haben und weil das Schreiben von diesen Bits dann dazu führt, dass der Pin, dass das auf High oder auf Low geht. So. Die Entwicklung von Wiring Pi im Internet. Im Internet gibt es Leute sind
komisch. Und es ist nicht immer einfach. Aber es ist halt so, wenn man jetzt in den Raum stellt, Wiring Pi ist die gefühlt schnellste Bibliothek, die es da gibt. Das Schöne ist, bei der Open Source Entwicklung im Internet, das kann man alles messen. Und wenn man dann auch zurückschreibt, ja, wir haben das vermessen und es ist so, dann kommt also dazu, bitte, wie kann das schneller sein? Es gibt doch die GPIO-Lib von der Raspberry Pi Foundation oder die Pin Control. Wie kann denn da, die machen ja Direct Memory Access, wie kann denn da die Wiring Pi schneller sein? Das Schöne ist, wie gesagt, das ist Open Source und man kann das freistellen und sagen, ja, probier doch mal. Und das Schöne ist dann, wenn es zurückkommt, ah ja, stimmt, cool, danke. Es ist halt nur, man muss über diesen ersten, über die erste Hürde drüber kommen und die Leute dazu bringen, das auch mal auszuprobieren. Ja, also keine Ahnung, wer das kennt, aber man kann Zeit damit mit sinnlosen Argumenten verbringen. Auf der anderen Seite ist es auch schön, dass bei Wiring Pi haben wir das Glück, das ist relativ bekannt, hat 1000 GitHub-Stars, hat eine Community dahinter, die damit arbeiten. Also es ist schon auch wieder lustig auf der anderen Seite. Wie gesagt, es gibt einen Benchmark, da werden auch die Flame Graphs erstellt. Ja, einfach ausprobieren, runterladen, installieren, geht auf jeder Pi. Output schaut dann im Endeffekt so aus, wir haben eben die Daten, die printen wir mal so auf die Konsole raus und zusätzlich, wenn man eben, das ist, wenn man Make ausführt und die einzelnen Tests ausführt, wenn man Make Perf ausführt, dann werden auch noch gleich die Flame Charts, Flame Graphs erstellt. Flame Graphs und Flame Charts, nicht verwechseln, Flame Charts sind tatsächlich mit einer Zeitachse, Flame Graphs sind das, was wir uns angeschaut haben. So, zum Schluss etwas durchgerusht, aber wir waren jetzt schon knapp in der Zeit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich habe da noch ein paar Links auf dieses Item gepackt und ihr findet uns später draußen. Wir können Kaffee trinken, ihr findet uns im Internet. Und wenn es irgendeine Fragen gibt, dann würden wir die jetzt gern entgegennehmen. Dankeschön.